Hi, my name is Philip Keller. Ich heiße Philip Keller. Ich bin 9 Jahre alt und lebe in L.A. Ab und zu gehe ich zu Castings und das macht echt Spaß. Schau in meine Welt. Los Angeles. Los Angeles ist die zweitgrößte Stadt der USA. Hollywood ist der bekannteste Stadtteil. Viele Fernsehshows, Werbung und natürlich Filme werden hier produziert. Ich selber habe als Kinderdarsteller schon 2 größere Werbungen gedreht. Um neue Rollen zu bekommen, brauche ich immer aktuelle Porträtfotos von mir. Am Ende der Woche muss ich deshalb zu einem Profi-Fotografen. Das wird sicher spannend. Eigentlich darf ich am Abend kein Fernsehen oder Internet mehr schauen. Aber das hier erlaubt mir meine Mutter ausnahmsweise mal. Das ist vor 2 Jahren. Ich kann dich nicht verstehen. Oh, sprichst du nur Deutsch? Du sprichst Deutsch? Ja. Cool. Santa Claus, der Weihnachtsmann, ist ein Schauspieler und hat extra etwas Deutsch dafür gelernt. Ich muss das nicht, denn meine Eltern stammen aus Deutschland. Falls dir? Ja, du hast den ganzen Tag gearbeitet. Es ist Sonntag, der einzige Tag in der Woche, an dem Philipp gemeinsam mit seinem Vater Mike und seiner Mutter Clarissa frühstücken kann. Ist auch ein Ei mit oder nur Müsli? Heute hat Philipps Vater den ganzen Tag Zeit für die Familie. Was soll man halt machen, Philipp? Wo magst du denn hin? Gehen wir zum Strand. Strand? Können wir ja zum Tunnel Beach gehen. Das steckt schon. Gut. Bei Philipp zu Hause wird Deutsch und Englisch im fliegenden Wechsel gesprochen. Philipp ist Amerikaner, weil er in Amerika geboren wurde. Seine Eltern sind vor 15 Jahren eingewandert. Ist das das, was du gestern gemacht hast? Ja, das sind schon 2. Schau mal. Die gehen schnell, gell? Das dauert lange. Okay. These bracelets are cool. Diese Armbänder sind gerade total angesagt. Ich kann euch zeigen, wie das geht. I can show you how to make one. Der war ganz schwer. Aber den kann ich jetzt gerade machen. Mhm. Das ist schon mal gestoppt, wie lange das dauert? Stunde? Nee, das? Aha. Nee, das hat so einen Tag, 1 oder 2 Tage gedauert. Wow. So wird's dann ausschauen. Aber eigentlich wollten wir die Wellen für Surfen checken. Vielleicht kann ich Papas Passwort heimlich sehen. No password. Ach, komm schon. Sorry. Du musst zuerst da klicken. It's waiting and waiting. Du musst bei Enter klicken. Siehst du? So, jetzt. Schau mal beim Strand Leo Korea nach. Da gibt's keine Kamera. Echt? I'm not sure. Let's see. Try. Southern California. Leo Korea. Ja, keine Kamera, aber vielleicht sagt's, wie das Wetter ist. Ob es heute Wellen am Pazifik gibt, werden Sie erst sehen, wenn Sie da sind. Surfen ist in Kalifornien so normal wie in Deutschland Klettern. Nicht jeder macht es. Aber jeder kennt jemanden, der es schon einmal probiert hat. Für den Strand packen wir immer viele Sachen zusammen. Schutzanzüge fürs Surfen, eine Menge Handtücher, Decken und natürlich ein Surfbrett. Der Strand, an den wir fahren, ist vielleicht 25 Meilen entfernt. Das sind ungefähr 40 Kilometer. Wir brauchen 1 Stunde dafür. You can only surf. Surfen kann man ja eigentlich nur mit Wellen. Bin gespannt, ob es heute welche gibt. Yikes. Mist, das sieht nicht gut aus. Aber egal, ich will trotzdem ins Wasser. Das ist so eng, dieses Ding. Runter. But first, jetzt wird's hart. Ich muss in den Neoprenanzug. Allein bist du in deinen ja auch nicht reingekommen. Eine Qual. Die Anzüge sollen uns im Wasser warm halten, weil der Ozean hier sehr kalt ist. Aber sie sind total eng. Super tight. Easy peasy. An geht's ja einfacher als aus. Good God. Ja, den kaufen wir nimmer.
Mach dir da mal den Arm da. There we go. Good job. Yeah! Auf! Go. Okay, let's go. Ich surfe seit 3 oder 4 Jahren, aber dieses Jahr war ich noch nicht einmal auf dem Brett. Totally forgot. Oh je, ich habe das alles total verlernt. Die Balance auf dem Brett zu halten ist echt schwer. Am Anfang klappt es einfach nicht, aber dann? I got it. Ich hab's. Maybe not. Doch nicht. Surfen ist einfach super schwer. Mir macht's aber nichts aus, immer wieder ins Wasser zu fallen. Ich liebe den Strand. Ich habe auch ohne Wellen und Brett meinen Spaß. Was aber echt kein Spaß ist, den Neoprenanzug wieder auszuziehen. Dabei kann man sich fast die Nase brechen. Und vergiss es. Allein kriegst du den nicht wieder aus. Up! Head down! Pull it! Und das war mein Sonntag. Am nächsten Morgen. Es ist Montag. Um 6 Uhr erwacht Los Angeles und man hat das Gefühl, Millionen Menschen sind alle auf einmal unterwegs zur Arbeit. In Hollywood, dem berühmtesten Stadtteil, weckt einen spätestens die Müllabfuhr. Damit kein Müllmann aussteigen muss, leert der Müllwagen die Tonnen per Greifarm. Ich wache an Schultagen immer um 7.30 Uhr auf. Dann das übliche Programm. Schulranzen packen, den Snack auch, selbst wenn ich ihn nicht mag. Schon wieder Karotten. Dann ess wenigstens die Äpfel und eine Karotte. Komm, Zähne putzen. Philipp muss heute in der Schule sein Monatsprojekt fertigstellen. Ich studiere gerade Ägypten. Und ich musste einen Report schreiben und ein Projekt machen. Und ich mache 3 Pyramiden aus Zuckerstücke. Und dann tue ich es mit Farbe spraypainten. Und hier ist es, wenn es fertig ist. Und das ist es, wenn es noch nicht mit Sprühfarbe. Meine Schule ist 7 Meilen entfernt. An guten Tagen brauchen wir dafür 15 Minuten. Wenn es Stau gibt, dann fast eine Stunde. Für mich egal, ich bin eh müde. Wir sind gleich da. Und das ist meine Schule. Sie heißt Westland School. Und weil alle Kinder mit dem Auto gebracht werden, ist unser Schulhof morgens eine Auffahrt und mit diesen Hütchen markiert. Tschüss, hab einen guten Tag. Ich hab dich lieb. Ich liebe dich. Ich hol dich später ab, ja? Okay. Okay. In meiner Schule gibt es viel Platz zum Spielen. Wir haben einen eigenen Sportplatz, gleich neben den Klassenräumen. Einen riesigen Sandkasten zum Buddeln und sogar freilaufende Hühner. Wir dürfen aber nicht mit ihnen spielen. Dafür aber auf einem riesigen Schulhof herumtollen. Jedes Kind kann sich seine Sachen aussuchen. Niemand muss sich um einen Ball streiten. Und weil es hier nur selten regnet, ist der Innenhof der Schule nicht überdacht. In Philipps Klasse wird die 3. und 4. Stufe von 2 Lehrerinnen gemeinsam unterrichtet. Philipp selbst ist in der 4. Stufe. Heute sollen die Schüler das Erdkundeprojekt fertigstellen. Unser Unterricht wird heute etwas anders sein als sonst. Wir üben nicht Lesen und Mathe, sondern alle arbeiten an ihrem Projekt weiter, damit es rechtzeitig fertig ist. Philipp arbeitet an seiner Pyramide aus Zuckerwürfeln. Der Flüssigkleber soll bei den steilen Wänden für den nötigen Halt sorgen. Damit kann man die Pyramide aber nicht mehr essen. Dein Projekt ist wirklich toll. Danke. Ich finde Adys Projekt ziemlich cool. Adi arbeitet ebenfalls an einer Pyramide. Nur benutzt er ein anderes Baumaterial. Es soll ein Maya-Tempel werden. Sein Projekt Mexiko.
Das sieht so lecker aus. Und du machst deine Pyramide aus Zuckerwürfeln? Ja. Aber Eddie benutzt noch nicht mal Klebstoff, sondern echte Schokolade. Und so hat jedes Kind ein anderes Land gewählt. Ein Junge hat das Brandenburger Tor gebastelt. Sein Projekt Deutschland. Danke. Ich habe Ägypten gewählt, weil ich die Pyramiden echt cool finde. Zum Projekt gehört noch eine weitere Aufgabe. Wir sollen die Flaggen des Landes malen. Bei Ägypten ist die Flagge sehr einfach. Wir lernen aber auch etwas über das Land. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ein Dollar 5 ägyptische Pfund sind. Dass Kinder dort viel früher in die Schule gehen, weil es am Tag sehr heiß werden kann. Und dass sie nicht in so einem tollen Haus wohnen wie ich. Viele Kinder in Ägypten sind viel ärmer als die, die ich hier aus der Schule kenne. Philipp geht auf eine Privatschule. Was woanders eine Ausnahme ist, kann hier ganz normal sein. Wie zum Beispiel die Berufe der Eltern. Philipps Vater, der beim Film den Ton mischt, ist nicht der Einzige in der Unterhaltungsindustrie. Mein Vater ist Produzent. Er hilft anderen beim Schreiben von Drehbüchern und schreibt selber Comics. Mein Vater ist Autor. Er schreibt einzelne Sätze für Fernsehshows und auch lustige Szenen für Kinofilme. Meine Mutter macht Filme und sagt den Leuten, was sie bei den Dreharbeiten machen sollen. Mein Papa produziert die Show NCIS. Mein Vater ist Cutter. Er schneidet Filmszenen zusammen. Mein Vater schreibt Drehbücher für Filme und Fernsehserien. Mein Vater ist Produzent und macht, ja, er macht solche Filme wie Der Goldene Kompass. Mein Vater schreibt die Geschichten von den Simpsons. Mein Papa ist auch Autor. Er schreibt Drehbücher, vor allem für Kinofilme. Mein Papa war früher Werbeschauspieler und jetzt fotografiert er die Stars. Mein Papa ist Regisseur und meine Mama ist Schauspielerin. Und meine Mama arbeitet also für Papa. Ja, was? Mama arbeitet für Papa. Er produziert Filme und Werbungen. Ich weiß nicht, wie Papas Beruf heißt, aber er macht Musik für Werbung und Filme. Mein Papa mischt den Ton, genauso wie Philipps Papa. Und er arbeitet auch zusammen mit Philipps Papa bei Warner Brothers. Er mischt den Ton so, dass alles toll klingt und die Zuschauer nicht glauben, der Film wäre schlecht. Ich habe zwar gewusst, dass viele Schulfreunde einen Elternteil haben, der in der Unterhaltungsbranche tätig ist, aber wirklich jeder? Das war echt überraschend für mich. Aber für viele Touristen ist und bleibt Hollywood etwas ganz Besonderes. Hier in dieser Straße werden die Oscars verliehen. Auf dem Boden sind Sterne mit den Namen der Stars eingelassen. Star heißt auf Deutsch nämlich Stern. Nur 4 Kilometer weiter werden die Filme produziert, in denen Stars mitspielen, die Oscars gewinnen sollen. Die Studios sehen von außen wie Fabrikhallen aus. Hier arbeitet Philipps Vater. Ich finde es ziemlich aufregend, meinen Vater zu besuchen. Während der Arbeitswoche sehe ich ihn kaum. Aber heute darf ich ins Studio. Aber darf man hier einfach so rein? Nee. Also, die müssen eingeladen sein und einen Passport haben. Und dann kriegt man dieses Ding. Und dann kann man rein. Mein Vater Michael macht den Ton für große Kinofilme. Alles, was man im Kino hört, Sprache, Schritte, Action, muss sehr aufwendig produziert werden. Hey, Mister. How's things? Hallo. Dann lass uns mal loslegen. Ich mache gerade ein japanisches Musical. Magst du ein bisschen was schauen? Sure. So kommt's vom Set. Nix, keine Swords, keine Schritte, kein Nix, right? Und dann, was ich dazu mache, ist. Okay.
alles nachgemacht, weil die haben alle Wooden Swords. Alles nur Holzschwerter. Und treffen sich auch nicht gegenseitig. Die hört man überhaupt nicht, aber dann wird es immer verrückter. Schau dir das an. Ich war 2 Jahre alt, als ich das erste Mal vor der Kamera stand. Aber nicht jeder kriegt die Chance, das auch als Kind zu tun. Mein Vater hat mir wirklich sehr geholfen. Du musst gut sein in was du machst. Du musst zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Menschen kennenlernen. Und somit kann ich Philipp die Türen öffnen, weil ich viele Leute kenne. Aber von einem Outsider, der nicht mit Leuten in Verbindung ist, die schon in dem Business arbeiten, ist es sehr schwer. Am coolsten finde ich die automatische Funktion beim Aufnehmen der Sounds. Wenn man die dann abspielt, bewegen sich die Regler von allein. Der Regler hat Schritte vom ersten Schauspieler, zweiter Schauspieler, dritter, vierter, fünfter. Right. So every fader would have a sound. Jeder Regler hat ein Geräusch. Und dann startest du. Magic. Magisch. Und das mache ich den ganzen Tag. Regler rumschieben. Wenn ich mal erwachsen bin, dann möchte ich Erfinder werden. Wenn nicht Erfinder, dann vielleicht so etwas wie mein Vater, Soundmixer. Aber etwas zu erfinden, was die Menschen wirklich brauchen, das finde ich toll. Den Massagesessel hat zum Beispiel auch jemand erfunden. Da sind elektrische Motoren drin und man kann ihn magisch verstellen. Am nächsten Tag sitzt Philipp an seinen Mathe-Hausaufgaben. Erfinder müssen gut in Mathe sein. Jede neue Konstruktion verlangt viel Rechenarbeit. Die Aufgaben sind zu einfach. Mathe ist eins meiner Lieblingsfächer, aber die Hausaufgaben zu machen nervt trotzdem. Das ist echt Zeitverschwendung. Hausaufgaben sind Mist. Ich muss mich mit den Hausaufgaben beeilen, da noch ein Junge zum Spielen kommt. Den kenne ich eigentlich gar nicht richtig. Das ist ein komisches Gefühl. Fertig! Okay, super! Es ist nicht ungewöhnlich in L.A., dass Eltern ihre Kinder zum Spielen mitbringen. Oft gibt es keine Nachbarskinder und allein irgendwo hinzugehen, dafür ist die Stadt zu groß. Der Junge heißt Luca. Er kommt zum Go-Kart-Fahren. Das Go-Kart hat mein Vater selbst gebaut. Über 6 Wochen hat das gedauert. Eigentlich sogar 2 Monate. Angetrieben wird es durch einen elektrischen Motor. Wenn ich groß bin, dann ist mein Traumauto auch eines mit elektrischem Motor. Auf einem freien Gelände können die beiden Jungs das Go-Kart richtig ausfahren. Schulkameradin Emma ist auch gekommen. Gas geben und bremsen. Mehr gibt's nicht zu wissen. Mit meinem Go-Kart kann ich sehr schnell fahren, fast 50 Stundenkilometer. Aber die Batterie hält nur für wenige Runden. Wenn ich allein wäre, dann könnte ich 10 Runden schaffen. Aber weil Luca und Emma da sind, kann ich leider nur maximal 3 fahren. Ich bin ein Einzelkind und eigentlich ganz froh darüber, keine Geschwister zu haben. Ich fürchte, wenn es dann noch jemanden gäbe, würde ich nicht mehr beachtet werden. Das glaube ich zumindest. Am Freitag ist nun der große Tag. Philipp hat mit seinen Eltern einen Termin bei einem Profifotografen. Der soll neue Porträtaufnahmen von Philipp machen. Ready? Einmal im Jahr brauche ich neue Porträtaufnahmen für meine Bewerbung als Kinderdarsteller und Fotomodel. Die Agentur- und Filmproduktionsfirmen wollen ja wissen, wie ich aktuell aussehe. Früher hat die Fotos mein Vater gemacht, aber jetzt sollen sie richtig gut aussehen. Diesmal fahren wir nur 30 Minuten durch die Stadt. Meine Mutter hat viele Klamotten mitgenommen. Ich soll in verschiedene Outfits und Rollen schlüpfen. Hoffentlich ist der Fotograf nett. Ah, was geht? Kommt rein. Entschuldigt die Unordnung. Schön, dich zu sehen. Hi, lange nicht gesehen. Kommt rein. Der Fotograf bestimmt, was gemacht wird. Das kenne ich schon von Aufnahmen für Zeitschriftenwerbungen. Meine Eltern müssten sich im Hintergrund halten. Hier ist er der Boss. Er will verschiedene Rollen mit mir ausprobieren.
Das hier mit dem Weißen zusammen also? Ja, das könnte gut aussehen. Ich will ein paar Gangsteraufnahmen von ihm machen. Der gefährliche Typ, der Gangster von der Straße. Dann lassen wir das Haar wohl unordentlich. Ja, lass es unordentlich. Lass mal deine Schramme anschauen. Vielleicht decke ich das noch ab. Nein, lass es so. Sieht aus, als hätte er eine Schlägerei gehabt. Ist gut für die Rolle. Ich möchte verschiedene Aufnahmen machen. Das ist der Verlierer, der Ausreißer. Jemand, der sonst wohl schläft, vielleicht ein Obdachloser. Keine Ahnung, traurig, aggressiv. Bereit, einem eins aufs Maul zu hauen. Philipp muss seinen Anweisungen genau folgen. Und trotzdem natürlich dabei bleiben. Gut, du setzt dich hier hin und machst einen auf Gangster. Aufgeregt bin ich nicht wirklich. Warum, weiß ich nicht. Es ist irgendwie einfach so. Es macht Spaß, seinen Anweisungen zu folgen. Es ist wie ein Spiel. Aber es ist nichts Besonderes, vor einer Kamera zu stehen. Wie geht's, Puppe? Ein bisschen mehr. Jetzt traurig. Du hast kein Zuhause mehr. Völlig aufgeschmissen. Ja. Augen mehr zu mir. Dreh den Kopf hier hin. Jetzt alles ist mies. Aber ein bisschen mehr Zombie. Mehr Vampir. Entspann deine Augen. Und wenn du dann die eigenen Bilder siehst, ist das absolut cool. Das sieht traurig aus. Das ist lustig. Das ist sein Vampirblick. Das ist zu böse. So, und jetzt machen wir den süßen Jungen. So nach einer Stunde ist bei mir dann die Luft raus. Ich bin müde, habe wirklich keine Lust mehr weiterzumachen. Aber ich muss. Vielleicht ist es das, was Erwachsene Arbeit nennen. Man muss weitermachen, auch wenn man müde ist und keine Lust mehr hat. Na, bereit, Spaß zu haben? Mach die Augen auf. Gib mir ein kleines Lächeln. Na, Mädels, was geht? Jetzt kommt das Lachen. Los! Lachen! Wo bleibt das Lachen? Yeah. Noch eine halbe Stunde später und ich bin nur noch müde. Hab echt keine Lust mehr. Und jetzt muss ich für das Foto lachen. Alle wollen immer, dass man lacht. Bereit zu lachen? Komm, sei glücklich. Also schön. Dann bekommt ihr eben ein genervtes Lachen. Bereit? Einmal freundlich für deine Mutter. Ja. Ja, da war schon eine gute Aufnahme dabei. Oh ja. Jetzt habe ich dich. Die Aufnahmen sind im Kasten, wie man bei den Profis in Hollywood sagt. Philipp hat neue Porträtfotos. Eins ist aber nicht für die Agentur, sondern nur zum Spaß. Good smile. Tolles Lächeln. Nein, bitte nicht so. Doch, das finde ich gut. Jetzt siehst du wie Michael Jackson aus. Ja, das steht dir. Schau, jetzt siehst du wie eine Elfe aus. Gut, das war's. Danke. Vielen Dank. Super. Toll, danke. Hat Spaß gemacht, dich wiederzusehen. Wie gefallen dir die Aufnahmen? Bist du zufrieden damit? Gut, du hast es geschafft. Ich weiß nicht, ob ich das später mit der Werbung und dem Film weitermachen werde. Es macht Spaß, aber es ist auch echt anstrengend. But it's also hard. Vielleicht spiele ich ja an einem Film mit, der dann auch in Deutschland zu sehen sein wird. Iron Man 8, in 8 Jahren. Dann kann ich zum Dreh ganz alleine fahren. Oder ich werde doch Erfinder.